Beim Wein- und Burgfest in Kopangondorf ging eine 25-jährige Ära zu Ende. 2,5 Jahrzehnte war das Ehepaar Willi und Monika Moritz als Burggrafenpaar für Kopangondorf und die Untermosel mit viel Herzblut im Einsatz. Jetzt ist eine neue Generation in den Vordergrund getreten. Mit Weinkönigin Katharina I. und ihren Prinzessinnen Franziska, Maria und Johanna vertritt seit dem vergangenen Jahr ein junges Team die Heimat. Nach Beendigung einer humorvollen Weinprobe mit den Weinmajestäten zog es alle zum Marktplatz, wo das Wein- und Burgfest offiziell eröffnet wurde. Ortsbürgermeister Michael Dötsch hatte die Aufgabe übernommen, das scheidende Burggrafenpaar zu verabschieden. Ihr habt auch, ich sag mal, das darf ich, denke ich, jetzt ich sag mal, hier sagen, auch nicht nur Zeit investiert, sondern sie haben auch den einen oder anderen Heller aus der privaten Schatulle da immer wieder mit reingebracht. Und insofern darf man heute an der Stelle nur ein riesiges Dankeschön sagen. Der Höhepunkt des diesjährigen Wein- und Burgfestes war die Ernennung des Burggrafen und seinem Gefolge. Nils Schütt vertritt zukünftig als Ritter Heinrich mit zwei Knappen Peter Dötsch und Marcel Pley ihren Heimatort. Zu diesem Akt waren Weinmajestäten aus 11 Moselorten angereist und auch Landrat Dr. Alexander Saftig weilte unter den Gästen. Angeführt vom Musikverein Kopern zogen sie gemeinsam vom Zuhause des neuen Burggrafen zum Marktplatz, wo Willi Moritz seinen Nachfolger offiziell zum Ritter schlug. Als die Katharina mit ihren Prinzessinnen zu uns kam und die Frage im Raum stand, wer wird neuer Burggraf, war, glaube ich, bei uns drei direkt klar, wir machen das. Jetzt liegt die Zukunft der alten Traditionen in jüngeren Händen, die von ganzem Herzen und würdig ihren Heimatort vertreten wollen.